Ja, und damit auch auf YouTube willkommen zurück hierbei. Ich erinnere mich hieran. The Evil Within. In der letzten Folge, genau hieran erinnere ich mich. Da wollte ich wohl einfach zu viel. Moment, kann ich das noch laden? Automatisch speichern, das müsste das sein. Ja, komm. Wir machen das nochmal. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. So. Okay, wir sind wieder hier. Wir machen es dieses Mal ein bisschen anders. Ich werde hier direkt crouchen. Das ist jetzt ungünstig. Vielleicht sollte ich es einfach bei zweien belassen. Ich glaube, das ist der beste Weg. Wieso passiert mir das immer nur am Folgenanfang, dass ich so eine Eskalation habe? Ich kann das alles nicht mehr. Das wird jetzt aber noch besser tatsächlich. Also das wird noch sehr, sehr lustig. Spielladen nochmal. Ja, so ist es. Oh Mann. Übrigens, ich warne mal auf YouTube einfach vor. Es könnte sein, dass die Folge in einer etwas schlechteren Qualität da ist als sonst. Liegt einfach daran, dass ich wieder ein bisschen die Einstellung geändert habe und ich hoffe, dass sie dadurch besser werden. Ich kann aber nichts versprechen tatsächlich. Wisst ihr was? Das ist jetzt okay. Damit kann ich leben. So, kann ich nochmal drücken? Nein, da passiert halt, da kommt halt nicht mal mehr was. Dann hätte ich es doch lieber selber gedrückt. Naja. Ach nö, hier wäre ein Safe Room gewesen. Ich bin so dämlich. Naja. Da habe ich ja beim letzten Mal perfekt beendet. Auf jeden Fall, ja, die Folge wird deswegen auch heute ein bisschen kürzer, damit ich das einfach direkt checken kann. Und dann werden wir langfristig sehen, ob es bei diesen Einstellungen bleibt oder nicht. Denn theoretisch sind die Videoeinstellungen exakt dieselben. Nur ich habe ein bisschen was verändert und da hoffe ich, dass mir das langfristig eher hilft als schadet. Sage ich mal so. So, seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen. Myra und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander. Ich muss stark bleiben, aber es ist nicht so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Aber es ist so leicht, meine Gedanken in Whisky zu ertränken. Okay, das habe ich gerade aus Versehen genau falsch rum vorgelesen. Solange es meine Arbeit nicht beeinflusst, kann ich in meiner Freizeit tun und lassen, was ich will. Aber endlich hat sich Mara mir gegenüber geöffnet. Aber ich bin immer noch mehr in Sorge und ich bin nur noch mehr in Sorge um sie als zuvor. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass Myra allmählich paranoid wird oder ihren Verstand zu verlieren scheint, aber dass ihre Vermutung, das Feuer sei kein Unfall gewesen, wahr sein könnte. Sie sollte ihrem Instinkt vertrauen, aber wenn sie recht hat, möge Gott demjenigen beistehen, der dafür Verantwortung trägt. Ja, klingt ja schon mal, nett. Why do spiders exist? Because they are funny. Ja, das kann ich auch glauben. Do you like spiders? They exist and it's okay. For me. Würde ich sagen. Feeling better now? Total. Kann ich das kaputt machen? Leider nicht. It's funny actually because my dad wants a pet spider. Oh, that's a great idea. I hope you will take care of it. Wir haben schon echt viel davon gefunden. Ich bin immer wieder selbst beeindruckt, warum das überhaupt so ist. Wie viele haben wir? Einen. Hoffentlich ausnahmsweise mal was Gutes. Oben. Ja. Nichts Gutes. Enttäuschend. Wie viel Gehirn haben wir gerade? 28.000. Ich wollte mir irgendwas davon kaufen, oder? I've got a dog. I don't need a spider. It in within all the problems. So I think your dog is just practice for your spider. Ja,
Ich wollte das, ne? 25.000, it's a lot. Aber wir nehmen das. 30.000, ich spare schon mal, wisst ihr? Nahkampfschaden, ja gut, das gönnen wir uns jetzt mal. Ist aber eigentlich nicht unbedingt notwendig. Unsere Gesundheit wurde komplett aufgefüllt, das ist auch super. Und ja. Ich speichere jetzt auch nicht, obwohl doch, ich speichere nochmal, einfach nur für den Fall der Fälle. Dass irgendwie die Aufnahme im Arsch sein sollte, weil, naja, ich habe was verändert und so. Genau. So. Gut. I think you have to tell me about your dinner. Wir haben schon eben übers Essen gesprochen, wie jeden Tag. Ich hatte so ein Brot mit Avocado und so einem komischen... Ja, da war noch Spinat drauf und noch irgendwas anderes. Es war ein bisschen weird, aber es war eigentlich köstlich. Also ich habe es gesehen, ich dachte, ich muss es probieren. Hier sind mehrere solcher Automaten, das verwirrt mich jetzt. Es war am Ende ziemlich lecker. Also ich würde es mir wiederholen. Vor allem war es sehr, sehr günstig, deswegen das war das Gute. Weil ich war schon sehr, sehr spät da, jetzt eben erst tatsächlich direkt bevor ich... hier angefangen habe zu streamen und dann sind halt immer die Sachen kurz vor Ladenschluss günstiger. Ich denke mir immer so, ja, nehme ich. Ach komm, wir probieren's. Ja. Gut, im Grunde genommen haben wir jetzt weder was gewonnen, noch was verloren. Ich denke, das ist okay. I love how you're telling YouTube about your dinner. Yes. That's very important. I had chicken fried rice. It was good. You're so creative. Hallo. Das ist ein großes Glasgehirn, aber nur 2000. Das sah nach mehr aus. But I think the most important thing is that it was good, so. Ich kann mal das Licht anmachen, dann sehen wir auch wieder ein bisschen mehr. Wieso nicht? Oh oh. Kleiner Fun Fact, ganz am Anfang dachte ich, dass sie Myra wäre. Dabei ist sie es ja gar nicht. Gut, dass ich das jetzt weiß. Das ist nicht so gut, glaube ich. Oh, ich verstehe. Lass mich durch. Oh oh. Geh mal direkt hier hin. How's the king? I don't know. He's your best friend. Oh man. Hold on. Help, there's too many of them. Ja, so ist es. Ja, wenn ich freundlich wäre, würde ich ja helfen, aber ich bin's nicht, wisst ihr? Deswegen. Entschuldigung, wer glaubst du zu sein? Moment, Scheiße. So. Bye bye, Bitch. Ich kann hier nicht springen. Ach du Kacke, okay, dann bin ich am Arsch. Tatsächlich. Nein! Upsi!
Das ist jetzt ungünstig. I mean, he would like for that to happen, but I'm like, I don't think so. Yeah, totally. He really wants to be your friend. Geh hier mal kurz rüber, weil da hinten halt mehr Viecher sind, mit denen wir ablenken können, denke ich. Und hier ist Munition, die ich brauche. Oh oh. Mann, das ist doch nicht in Ordnung. Der müsste längst woanders sein. Oh. I think you would want more than friends. Oh. Oh, 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 oh. I think you should accept this, because you will have a lot of money. So do it. Geh doch da hoch, du Bitch. Ich kann das alles nicht mehr. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Manchmal muss man sich fürs Allgemeinwohl opfern. Das könnte gefährlich werden und es könnte eventuell auch nichts werden. Oh Mann. Yes, I might, then I will buy you a capture card and send it over to you. Oh, you're so nice. Oh, ich kann das alles nicht mehr. I know. I think you should get, you have to get rid of this, I don't know how she is called. The king's girlfriend. And then you have to take her place. How about no? Why not? I think it would be amazing. Yes, then he will be a predator. I think, so you will have more money, so... Das schaffen wir wieder nicht. Oder doch. Then I will buy you a house in Central Berlin with my, how's this money called again? I forgot. Pounds, yes. Oh, that's so nice. Everybody likes Central Berlin. Das ist ungünstig jetzt. Moment, wir haben die alle gerade an einem Ort, das ist eigentlich super. Ich werfe einfach eine Granate hin. Das ist schon wieder ungünstig.
Nein, nein, hier. Tschüss. Oh, Hamburg. Oh, Minik. Oh, Minik ist really expensive. Oh, shit. Was habe ich denn da gesehen? Wie gemein. Ich denke mir mittlerweile einfach nur noch so, soll ich es überhaupt noch versuchen? Tschüssi. Ach komm, wir probieren es noch einmal. Wir haben gerade eine Spritze gefunden. Wir können es uns gönnen. Ja. Puh. Was nehme ich? And you will totally not die there or get saved. Oh. Maybe I will get shredded there. Oh oh. Nicht so gut. Fuck. Out of ammo. Stirb. War. What's the worst German city slash town for living standards and quality of life? I really don't know, but the worst city I've ever visited was Essen. Das Jude Essen ist natürlich rein subjektiv, aber ich fand's da leider schrecklich. Oh, ich war die ganze Zeit noch auf laut, sorry. Bin dumm. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. You were at the church? Yeah, Joseph and I. He's in bad shape, or at least he was when I last saw him. What about the boy from the hospital, Leslie? I found him in a cage. He freaked and ran, though. Wir gehen noch mal nach oben. Ich will den Fahrstuhl drücken. Vielleicht ist da ja was Spannendes drin. Uhu! Best one for the same reason would it be Berlin or something? So, I think like Munich is a really good city for living, but it's really, really, really expensive. But there was like, I don't know, a list with the best cities in Germany and they said Frankfurt, but I visited Frankfurt multiple times and every time it was just horrible, so I don't get why people like to live there, but I think I just saw the really ugly sides. So maybe there are better ones. Isn't Frankfurt full of gangs? That's a good question and it's really hard to answer because I think there are more like, I don't know, child gangs. There are many interviews from Frankfurt and most of them are just so stupid that you want to leave the planet. Also ist es, ich möchte jedes Mal den Planeten verlassen, wenn ich diesen Scheiß sehe. Joseph was. It's like he was turning into one of those things.
Maybe it doesn't affect everybody. What do they wear? I don't know. I think most of the time some normal clothes. Gehirn. Versteck. Ja, Frankfurt ist so ein bisschen so eine Meme-Stadt, glaube ich. Kommt mir zumindest oft so vor. What is this? Did you shoot me? You started turning into a monster. You attacked me. I'm sorry, but you're tainted now. You might try to stop me through you. Wait, what are you talking about? Shit! Ja, warum auch nicht? Ich stell mir ihm auf leise, so. Das war ja spannend. Get it open. Get it open. Get it open. Leslie? Leslie, is that you? Leslie, that's good. Just a little more. What is it? Ruvik? Help, 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 help! Hey! Das ist halt so interessant, wie er uns jedes Mal wieder hilft. Frankfurt Street Interviews, yes. But only if you have some brain cells left. If you need all of yours, you shouldn't watch this. Oh. Ja, überhaupt nicht gruselig. Das ist ganz normal, was hier abgeht. Das ist, Vorsicht, entflammbar. Ja, Überraschung. Ich denke, das bedeutet, ich sollte hier jetzt ausnahmsweise mal nicht wie wild um mich schießen. Oh, das ist ungünstig. I'm missing a few since talking to a special friend. That's mean. Ach man, da wäre ich hier drin gewesen. Naja, was will man machen, ne? Man kriegt nicht immer alles im Leben. Ja, so ist es. Na, war ja klar. Oh oh.
Tschüssi. He treats people like shit. Yeah, maybe he is. Ach Gott, wie oft müssen wir hier denn bitte drücken? Frankfurt looks to have a lot of junkies and stuff, yes. I think it's like the cheap version of New York. This is how I'm describing it most of the time. Hallo, ich möchte nur diese Karte haben, wissen Sie? Tschüssi. Tschüss. Gehirn. My American friend lives in New York. Oh, that's interesting. Ich denke mal, da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, ne? Das ist das Ungünstige. Also das Gehirn können wir uns nicht mehr holen. Kann sich irgendwie drunter verstecken, denke ich mal. Aber das müssen wir jetzt nicht machen. Okay, hier kann man sich auch verstecken. Are you a junkie? Yes, totally. I have a little coffee problem, to be honest. I think I'm drinking too much coffee. So, that's my guilty pleasure. Oh man, was eine Scheiße ich manchmal erzähle, aber ich kann das alles nicht mehr. Aber irgendwo ist es ja auch wahr. Deswegen kann ich damit leben. Oh. Da möchte wohl jemand Bus fahren. I don't like coffee. I think you should go to Starbucks. How about now? Why not? It's 2031. Yeah. That's like no problem, I think. So, ich gucke hier einmal wieder alles durch. Hier war irgendwas. Ich erinnere mich. Wir müssen uns gleich in aller Ruhe umschauen. Volltreffer. I think you have to go to Starbucks right now. Ich erinnere mich hier an irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr genau, an was genau. By the time I get there, it will be closed. So I think you have to hurry up a little bit. So. Als hätte ich nicht schon genug um die Ohren, haben Joseph und ich die Aufgabe erhalten, eine neue Kollegin in den Polizeidienst einzuweisen. Großartig. Babysitten ist angesagt. Kitten ist jung und noch grün hinter den Ohren, aber wie alle Anfänger hat sie gewaltige Ansprüche. Ich bemerke, wie sie mich jedes Mal schräg ansieht, wenn ich die Regeln ein wenig biegen muss. Sie versteht einfach nicht, dass das manchmal zum Job gehört, wenn man einen Fall knacken will. Was ihre Persönlichkeit angeht, ist sie ein kalter Fisch, distanziert. Es ist ihr Job, zu beobachten und zu assistieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sie eine Wissenschaftlerin ist, die sich Testexemplare in einer Petrischale ansieht. Sie erscheint uns mehr zu beobachten, statt zu versuchen, von uns zu lernen. Irgendwas an ihr geht mir unter die Haut, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Klingt ja super. And when I walk into the door, I will get screamed at because I'm there when it's closed. So, I had the same problem a few years ago in Starbucks.
Ermittler im Fall der Serienmörder verschwunden. Im Falle der Serienmörder verschwunden. Identität und Verbleib von Ermittler unbekannt. Die Ermittlungen zu den Serienmorden auf dem Land sind ins Stocken geraten. Die Polizei dementiert unterdessen, dass der leitende Ermittler vermisst wird. Hier wird aber niemand vermisst. Das ist interessant. Naja. Hier wird's auch immer abgefuckter. Naja, vor ein paar, also um die Situation von gerade zu erklären, ich war vor ein paar Jahren mal bei Starbucks, ich habe da halt gechillt und ich habe mir einen Kaffee bestellt und ich habe ein Bild von der Karte gemacht und wollte es halt verschicken, wie man das so als trendige Trend, weiß ich nicht, Trendhure tut, habe ich das getan und die Frau, da dachte halt, ich hätte sie fotografiert und dann hat sie mich angeschrien, das ist so ganz grob. Alles, was passiert, ist super spannend, ich weiß. What happened years ago there? Is it when you were in France? Yes. Genau das meine ich. Ich finde es aber immer noch lustig, kann ich sagen, wie es ist. Und dann hat sie mich übrigens angeschrien, also die war richtig mad auf mich. Oh Mann. Muss ich immer noch drüber lachen. Ich find's schon lustig, muss ich sagen. Das benutze ich halt am meisten, ne? Wenn die mehr Schaden hätte, wäre das natürlich super. And the stupid lady screamed at you, yes. I hope that lady gets screamed at by her husband saying he's getting a divorce. And she has to move out. That escalated quickly. Ja, das bricht hier alles auseinander, die gesunde Welt, die sichere Welt. Toilet amazing, yes, totally. Ach, es war schon witzig, muss ich sagen, wie es ist, das war schon echt lustig. Ich habe der Frau dann einfach gesagt, ich hätte meine Brille vergessen, was nicht stimmte, aber es war mir auch egal. In dem Moment dachte ich einfach so, ja komm, so lässt sie mich am schnellsten wieder in Ruhe. Ich glaube, darüber müssen wir. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. So. Die nerven mich. Should I move to Germany or is Germany terrible? It depends, I think. I think it depends on what is important for you. Könntest du bitte explodieren? Dankeschön. Ja gut, das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Vielleicht kam das auch erst in einem DLC. Die DLCs werden wir aber erstmal nicht spielen. Habe ich ehrlich gesagt gerade einfach keine Lust zu. Living Standards and Job Availability. I think it depends on the job, but the living standards are pretty high, I guess. If you don't live in Frankfurt, nein, Spaß. Nur Spaß. Es sollte ja allen klar sein, dass die ganzen Interviews, die man so sieht, nicht auf alle Menschen gleich anzuwenden sind. Aber man sollte sich trotzdem nicht angucken, um sein Gehirn zu schonen. Interessant, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ins nächste Kapitel, gucken uns den Anfang an, aber danach machen wir Schluss für heute. Die Fahrt. Oh, ich erinnere mich. Aber ich habe ja gesagt, ich war heute ein bisschen kürzer. Mal vielleicht 10 Minuten können wir eigentlich noch machen. Thank God you're all right. How did you get here? It wasn't easy.
At least I haven't had any more episodes. I wish I could say the same. Hey, I think I might have found us some transportation. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. Ja gut, ich denke, wir haben ein bisschen Gesellschaft, kann man sagen. Uhu, wir haben ein Cabrio. Haben wir nicht gerade eine Granate gefunden? Hier. Die kannst du haben. Nicht so gut tatsächlich. Aber die können wir tatsächlich wegtreten, glaube ich, oder auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend nicht. Gehirn. Danke. Tschüss. What the fuck is this demon? Ja, that's a good question, I think. It's the spider from yesterday. Ja, die Stadt sieht doch noch gut aus. Nicht sehr lange. Yes, totally. It's getting revenge. Yes. So ist es. Now what? Das ist doch ganz einfach. Ich denke mir die ganze Zeit, ich hoffe, da kommen schöne Sachen raus, aber da kommt halt gar nichts raus. Piss dich! Das ist wirklich nicht so gut. Ja, rauskommen wir natürlich nicht, ne? Ich habe nicht mehr wirklich Munition für irgendwas. Das ist gerade so ein bisschen problematisch tatsächlich. Don't get rattled.
Oh oh. So. Immerhin brennt er schon mal, das ist ganz gut. Das war jetzt dumm. Ja, das nenne ich mal eine wilde Fahrt. Mann, wie kann das sein? Mann! Oh oh. Wuhu, Party. That was a close one. Ja, meine Munition ist jetzt so ein bisschen am Ende, muss ich sagen. Munition. Dieses Symbol habe ich irgendwie schon öfter hier gesehen. Keep us to the left up here. Hallöchen. Komm. Komm, schieß da drauf. Ich brauch die Munition. Natürlich. Hallo, danke, danke, danke. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Mann, jedes Mal. So. Na, das war ja eine wilde Fahrt. Where are we heading, Joseph? I've got a theory. We seem to be moved around an awful lot. Almost as if by someone's will. So it's nearly impossible to get any sense of the geography around here. But the light, Beacon Mental Hospital, it's always in the distance. This thing you found me hooked up to, I've seen it in more than one place. Yeah, so have I. It seems like it's the same exact one, but it's hard to be sure. The thing that I've noticed is that each time I run across one, I seem to be closer to the lighthouse. It could be a coincidence, but like I said, it seems as if there is some intelligence behind it.
So you figure we ought to cut to the chase and just head straight for the hospital? Exactly. Nice work, Detective. The right side looked like it led more directly toward the hospital. Joseph, no! Just get us out of here. There's an ambulance there. There might be some kind of first aid. I'll go. No, I'll do it. Don't let any of them on board. Na klasse. Gut, dann würde ich aber an der Stelle sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann versuchen wir Joseph irgendwie zu retten. Wir werden sehen, ob es funktionieren wird oder nicht. Ich hoffe, das Ganze war qualitätsmäßig genauso wie immer. Ich gebe mir wirklich größte Mühe. Aber ob es funktionieren wird, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.